Also was ich eigentlich am interessantesten fand an diesem ganzen Prozess, ist diese komplexen Gedanken und auch diese Fülle an Gedanken, die man hat zu Themen, durch diese Art von, jetzt kannst du mal runterschwenken, durch diese Art von Simplifizierung zu vereinfachen tatsächlich, um damit besser arbeiten zu können, das einmal so runterzubrechen. Und ich meine, wenn man sich das anguckt in der ganzen Komplexität ist es total viel und reichhaltig, aber es ist natürlich handelbarer, wenn man so Stück für Stück sich diese Dinge eben auch auf eine Art bewusst wird. Und das fand ich jetzt am interessantesten, weil so ein Schreibprozess manchmal auch wirklich überfordernd sein kann und es ist einfach hilfreich. Gestern haben wir das ja inhaltlich gemacht mit dem Film und das hier ist jetzt eigentlich mein nächstes Jahr Arbeit, was man hier sieht. So und genau, wo mache ich meine Recherchen? Wo ziehe ich mich zurück? Was sind meine Quellen? Was ist mein tägliches Leben? Was ist dieses Chaos hier? Und wie schafft man das alles zu organisieren? Also man kann das auch auf so einen Arbeitsprozess übersetzen. Und das fand ich schon total hilfreich. Und so ganz generell fürs Drehbuchschreiben finde ich von Paul, also habe ich jetzt mitgenommen von Paul, ist wirklich das. Der Dreh- und Angelpunkt ist das Thema und dass man alles, was man macht, jede Figur, jede Szene hinsichtlich dieses Thema immer überprüfen kann und das hilft einem, Entscheidungen zu treffen und ja, rauszufinden, was ist wichtig, was ist vielleicht nicht so wichtig für den Film. So. Also es hilft, einen Überblick zu kriegen für diese ganzen Prozessschritte und diese komplexen Arbeitsschritte, die Film beinhalten. Das war jetzt ganz schön lang.